Mit diesem HB ist eine Kraftstoffeinsparung bis zu 25% möglich. Das bedeutet auch gleichzeitig eine Emissionsminderung um 25%. Wir setzen schon seit Jahrzehnten energieeffiziente, aber auch hochdynamische Servoantriebe ein. Seit circa einem Jahr setzen wir die neueste Technologie ein, diese Antriebe, die sogenannten dezentralen Servoantriebe. Das bedeutet, dass Regelgeräte direkt auf die Motoren gebaut werden. Die Technik wird einfacher, die Kühlung in den Schaltschränken kann entfallen und die benötigten Kabelmengen können um circa 85% reduziert werden. Mit MTX EGA kann zum Beispiel die Bewegungsführung optimiert werden. Genau wie beim Autofahren spielt es eine große Rolle und hat einen großen Einfluss auf den Energieverbrauch, wie oft gebremst und beschleunigt wird. Mit MTX EGA zeigen wir dort das Optimum. In Werkzeugmaschinen konnten wir über 70% Energieeinsparung nachweisen und eine Geräuschreduzierung von 20 dB. In Pressen sind wir aktuell bei 50% Energieeinsparung. Die FVA ist eine der erfolgreichsten Forschungsvereinigungen, die die deutsche Antriebstechnik zur weltweit führenden gemacht hat.
Dieses Netzwerk aus Industrie und Wissenschaft führt zu der sowohl kreativen als auch anwendungsorientierten Atmosphäre, die Innovation ermöglicht. Und gerade Mittelständler können hier von einer Forschungskapazität profitieren, die sie sich einzeln niemals erschließen könnten.